Passen zur Uhrzeit kommen wir zu Top 29 Konzept Nachtleben und würden in der Rednerliste mit den Rednern beginnen, die festgemeldet sind, und wir beginnen mit Frau Stephan, Fraktion Die Linke. Randale im Nachtleben. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu fortgeschrittener Stunde heute noch dieses Konzept. Ich möchte daran erinnern, wie das zustande gekommen ist, obwohl ich gar nicht daran beteiligt war. Sie, als die schon Stadträtinnen und Stadträte waren, haben die Stadtverwaltung aufgefordert, den Oberbürgermeister aufgefordert, dieses Konzept vorzulegen, das uns heute zur Kenntnis gegeben wird. Aus dieser Kenntnisnahme schlägt der Oberbürgermeister und die Verwaltung vor, einige Punkte noch umzusetzen. Leider erreicht uns diese Vorlage recht spät, sodass wir also im Haushaltsvollzug schon ganz schön weit fortgeschritten sind. Dennoch möchte ich für einige Punkte werben, vor allem als Neustädterin. Es ist schon sehr spät, und vor allem, was ich sagen wollte, als Mitglied in der AG Sicherheit, auf die hier in dieser Vorlage auch hingewiesen wird. Sie wissen, dass wir in der Neustadt einige Schwierigkeiten hatten an öffentlichen Orten, der sogenannten schiefen Ecke, wo sich viele Menschen ansammelten und gefeiert haben. Auch hat die Stadt reagiert und das sogenannte Programm der Nachtschlichter aufgelegt. Auch das ist hier in dieser Vorlage nochmal extra benannt. Ich bitte sehr dringend darum, dass Sie dem zustimmen können. Das könnte auch eine Lösung für die Probleme in der Dresdner Innenstadt sein, beispielsweise, so was die Ordnung und die Sicherheit angeht. Und das gesamte Konzept, was uns vorgelegt wird, wird das Nachtleben in unserer Stadt verbessern, schöner machen. Wir können viel mehr feiern, viel sicherer feiern. Und ich bitte um Zustimmung. Danke. Okay, dann ist festgemeldet Thorsten Schulze. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Veranstaltungswirtschaft in ihren vielen Facetten gehört zu den größten Branchen in Deutschland. Was die Schließung oder der Wegfall von Veranstaltungs- und Live-Musikspielstätten bedeutet, haben wir alle in der Corona-Zeit schmerzlich erlebt. Konzerte, Clubveranstaltungen, Live-Musikauftritte von Musikerinnen und Bands, aber auch Lesungen bereichern das kulturelle Leben einer Stadt, bieten Freizeitangebote für alle Alters- und Interessengruppen, befördern Tourismus genauso wie Toleranz und das interkulturelle Leben. Veranstaltungen finden zumeist, das wissen wir ja auch, in den Abend- und Nachtstunden statt und verursachen dadurch oft Interessenkonflikte der verschiedensten Facetten. Die Organisatorinnen von Stadtteilfesten sind davon genauso betroffen dann, wie große Agenturen dann, die Großkonzerte managen, Clubbetreiber, aber auch genauso Vereine wie zum Beispiel der Tolerate e.V. Die Frage an dieser Stelle ist natürlich immer, wie diese verschiedenen Interessen und auch Ansprechpartner koordiniert werden können und welche Struktur sinnvoll dafür ist. Mit diesem vorliegenden Konzept Dresdner Nachtforum Stadt macht Nacht von der ausgewiesenen Expertin Cordula Kunert haben wir sowohl eine sehr gute Analyse der Dresdner Situation, unter anderem auch mit den Schließungen von Clubs, aber auch dann eine klare Aufgabenbeschreibung und Struktur eines Dreiklangs für ein Dresdner Nachtforum. In der Erarbeitung des Konzeptes sind die in der Anhörung im Kulturausschuss gesammelten Erfahrungen von Night Majors und Nachtkulturbeauftragten anderer Städte mit eingeflossen. Dazu gehörte unter anderem Max Wohlrabe, dessen Vater zum Beispiel Bundestagsabgeordneter der CDU und Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses war und der 1994 auch das Stadtmagazin Flyer in Berlin damals gründete. Also, kommt sogar aus ihrer Richtung. An dieser Stelle möchte ich nochmal deutlich machen, dass es sich bei diesem Konzept nicht um ein rein Neustadtthema handelt. Wir haben zwar in der Neustadt die höchste Dichte an Clubs und Live-Musikspielstätten, allerdings gibt es auch in anderen Stadtteilen, wie zum Beispiel der Friedrichstadt,
aber auch in der Altstadt Initiativen zur Einrichtung von Clubs. Wir haben es dieses Jahr auch erlebt. Die Großkonzerte in der Rinne haben auch daran gezeigt, dass so eine Nachtkulturvertretung für die Stadt dringend notwendig ist. Bei dem Freiflächenkonzept, was wir also für nicht kommerzielle Open-Air-Veranstaltungen, welches wir hier im Juni im Stadtrat beauftragt haben, sehen wir auch diese Vertretung ebenfalls als wichtigen Akteur an dieser Stelle. Und aktuell wird ja auch im Bauausschuss des Bundestages die Novellierung der Baunutzungsverordnung debattiert, bei der Clubs und Live-Musikspielstätten als Kultureinrichtungen mit Museen und Theatern gleichgesetzt werden sollen. Der Berliner Senat hat 2020 auch Clubs dann als Kulturstätten anerkannt, mit der jetzt laufenden Novellierung soll das an der Stelle bundesweit nochmal einheitlich erfolgen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt also viele Gründe, diesem vorliegenden Konzept zuzustimmen und analog anderen Städten wie Mannheim, Augsburg, Leipzig und Bremen eine Koordinierung für die Veranstaltungs- und Nachtkulturbranchen in Dresden einzurichten. Lassen Sie uns diesen in der Zukunft immer wichtiger werdenden Standortvorteil in unserer Stadt fördern und weiterentwickeln. Ich bitte Sie darum, um die Zustimmung. Vielen Dank. Okay, danke. Dann nächster Redner bei Bedarf, wer Freie Wähler, FDP-Fraktion nicht, dann AfD-Fraktion, Frau Dr. Schops nicht, Mario Schmidt auch nicht, SPD-Fraktion frage ich nochmal pro forma, Redebedarf, nein, und dann haben wir noch Team Zastro, nein, und BSW auch nicht. Okay, dann würden wir zur Abstimmung kommen und kümmern uns um den federführenden Ausschussbericht. Auch hier wieder der Hinweis, wer hier zustimmt, lehnt ab. Ich bitte um Abstimmung. Mit 33 Ja, 23 Nein, 5 Enthaltungen hat der Ausschussbericht in die Vorlage keine Mehrheit bekommen, und wir würden weitermachen mit Top 30 Fachkräfte.